Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Shader Tutorial für die Minecraft Version 1.7.2. Und ja, der Minecraft Shader ist endlich wieder da, er ist geupdatet und ja, ich habe mir gedacht, ich zeige euch doch einfach mal, wie man diesen Mod installiert. Und ja, er ist aber noch nicht ganz perfekt, denn er befindet sich momentan noch in der Beta-Version. Das wollte ich einmal ganz kurz hier anmerken. Wie man sehen kann, ist das Wasser ein bisschen komisch. Aber ja, ich denke mal, für Thumbnails oder für Screenshots eignet sich der Shader doch ganz gut. Und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder bei der Installation. Bis gleich. So Leute, da befinde ich mich auch schon wieder auf meinem Desktop und ich zeige euch jetzt, wie man die Shaders für die Version 1.7.2 installiert. Dazu habe ich euch drei Links in die Videobeschreibung gepackt. Da klickt ihr doch einfach einmal drauf und ihr werdet zuerst bei dem Minecraft Forum zu einem Beitrag weitergeleitet, der von Carryonyx ist. Und da kann man schon sehen, Shaders Mod V2.3.0 Beta für die Version 1.7.2. Ja, hier klickt ihr einfach einmal auf den Downloads-Link drauf und ladet euch diesen Shaders-Mod runter. Und nicht irritieren lassen, wenn hier die Version 1.6.4 steht, das stimmt in diesem Falle nicht, denn der Beitrag ist hier extra für die Version spezialisiert. Genau, dann habt ihr schon mal wenigstens die Shaders heruntergeladen und ja, dann geht ihr einfach mal zu dieser Forge-Downloads-Liste und dort pickt ihr euch doch die Version 10.12.0.999 raus. Das ist ganz wichtig, also ich weiß nämlich nicht, ob in Zukunft der Shader-Mod auch mit anderen Forge-Versionen kompatibel sein wird. Also bitte ich euch doch einfach drum, diese Forge-Version zu nehmen, denn ich kann euch garantieren, wenn ihr alles richtig macht, sollte der Shader-Mod auf jeden Fall mit dieser Forge-Version problemlos funktionieren. So, dann klickt ihr einfach hier einmal auf Installer. Und ladet euch ebenfalls Forge runter. Und zu guter Letzt habe ich noch einmal hier ein paar Shader Packs zum Download bereitgestellt. Denn Shader Packs sind einfach Shaders, die diese Shader überhaupt in das Spiel, ja, reinbringen. Und wenn ihr, sage ich mal, keine Shader Packs habt, dann funktionieren die Shaders natürlich auch nicht. Also hier einfach einmal downloaden, wenn ihr keine habt. Und wenn ihr welche habt, könnt ihr das trotzdem machen, aber ist jetzt nicht unbedingt Pflicht. So, dann haben wir auf jeden Fall diese drei Dateien hier. Das wären einmal zwei JAR-Dateien, eine WinRAR-Datei. Und wir klicken doch einfach einmal Doppelklick auf diese Forge-Datei. Und hier einfach alles normal lassen, also auf Install Client, den Minecraft-Ordner auswählen. Das sollte standardmäßig allerdings hier schon ausgewählt sein. Install Client. Und es sollte eine Meldung erscheinen, dass alles erfolgreich, also dass dieser Vorgang erfolgreich war. Falls jetzt allerdings irgendwie eine Fehlermeldung erscheinen sollte, dann habt ihr wahrscheinlich überhaupt noch nie auf euren PC eine Minecraft-Version 1.7.2 installiert gehabt. Und dann müsst ihr einfach in den Minecraft-Launcher gehen und einmal die Version 1.7.2 installieren. So, dann führen wir da auch einmal ganz kurz Minecraft aus. Und hier sollte sich bereits ein Profil erstellt haben, das nennt sich Forge. Auf Play klicken. Ja, wie gesagt, das nennt sich Forge. Und wir wählen das Profil aus und drücken auf Play. So, dann startet auch Minecraft schon und wir sehen hier, Forge ist installiert. Hier sehen wir noch eine Warnung, dass das die Forge Beta ist und deshalb eventuell Bugs auftreten könnten. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht abhalten. Und ja. So, dann haben wir wenigstens schon mal Forge installiert, das ist doch schon mal ein guter Erfolg. Und dann gehen wir auf Start und schreiben hier rein %appdata% und gehen in den Punkt Minecraft Ordner. Und hier befindet sich ein Ordner, der nennt sich Mods. In diesen Ordner packen wir einfach die Shaders Mod Core Datei rein. Und ja, dann haben wir schon mal eigentlich den Shaders Mod installiert. Das gleiche machen wir jetzt einmal noch mit den Shaders. Also normalerweise wird das so sein, wenn ihr noch nie Shader-Mods installiert habt, ist hier kein Shaders-Ordner und dann macht ihr einfach Rechtsklick, Neu, Ordner erstellen und diesen nennt ihr einfach Shader-Packs. So, in diesen Shader-Packs-Ordner zieht ihr dann einfach diese RAR-Datei rein, och, so, und die entpackt ihr dann einfach anschließend, so.
Okay, wenn ihr das dann gemacht habt, startet ihr noch einmal Minecraft und dann seid ihr im Grunde auch schon fertig mit dem Ganzen. So, Play. Und ich habe hier extra sogar einen Shader, der auch für nicht so gute PCs ist. Also können sogar Leute theoretisch mit dem Shader spielen, die einen nicht so starken oder leistungsfähigen PC haben. So, ich gehe jetzt einfach mal in irgendeine Welt und... So. Das leckt jetzt etwas wegen der Audacity-Aufnahme, aber das ist nicht so schlimm. Audacity, ich meine, wegen der Camtasia-Aufnahme, das ist sonst nicht der Fall, wenn ich mit Fraps aufnehme. Und ja, hier haben wir zum Beispiel einmal den Wobble-Shader. Der Wobble-Shader ist von ChaosFlow44. Und ja, der ist wirklich richtig lagfrei. Im Video wird das jetzt wahrscheinlich so aussehen, als würde es laggen bei mir, aber... Normalerweise habe ich hier locker, weiß ich nicht, über 100 FPS mit und ich habe nicht die beste Grafikkarte. Genau, also Shaders Mod installiert und ihr könnt euch einfach mal die ganzen Shaders anschauen. Und genau, das war es dann auch schon von diesem Shader-Tutorial und hier oben kann man auch nochmal sehen, dass es wirklich die Version 1.7.2 ist, wer es immer noch nicht geglaubt hat, aber okay. Das war es dann auch schon von diesem Shader-Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ja, ich wollte auch nochmal sagen, dass momentan der Shader nicht mit Optifine kompatibel ist. Ja, ist halt ein bisschen schade, aber ich denke mal, das wird noch dazu kommen. Allerdings muss man dann auch die JAR-Datei ein bisschen patchen und so ein Scheiß. Und wenn ihr wollt, dass ich ein weiteres Tutorial mache, wenn Optifine mit dem Shader kompatibel ist, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Und lasst am besten ein Abo da, denn dann werdet ihr benachrichtigt, sobald der Shader mit dem Optifine kompatibel ist. Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach eine positive Bewertung da. Dann sehen wir uns. Haut da rein, euer Crafting Pad. Ciao, ciao.